Denn das, was sich heute in Russland abgespielt hat, erinnert so ziemlich an den Plot eines Katastrophenfilms. Da trifft also ein Meteorit in die Erdatmosphäre, explodiert laut knallend und erzeugt eine gigantische Druckwelle. In 6 Städten krachen Mauern ein, zerbersten Fensterscheiben und über 1000 Menschen werden von den herumfliegenden Gegenständen verletzt. Andrea Reimoser-Feitsch über diesen bildstarken Ausnahmemoment im tiefen Russland. Der 10 Tonnen schwere Meteorit rast über dem Ural auf die Erde zu. Und erstaunlich viele Kameras sind dabei. Denn oft haben Russen in ihrem Auto eine Überwachungskamera laufen. Sie soll bei Unfällen Beweise liefern und vor Übergriffen der Sicherheitsorgane schützen. Diesmal aber fangen die Kameras ganz besondere Bilder ein. Lichtblitze gefolgt von einer gewaltigen Explosion. Die Bewohner der Millionenstadt Tscheljabinsk trauen ihren Augen nicht. Viele wissen nicht, was sie da eigentlich zu sehen bekommen. So mancher denkt, ein Flugzeug sei explodiert. Andere rechnen mit noch Schlimmerem, glauben gar an den Weltuntergang. Plötzlich war da ein grelles Licht, ganz ungewöhnlich, etwa für 3-4 Sekunden. Auf einmal flog ein Feuerball vorbei. Es wurde sehr heiß, wir haben uns sofort versteckt. Es folgt eine gewaltige Druckwelle, von der nicht nur diese Kinder beim Training im Turnsaal überrascht werden. Als ich hereingekommen bin, waren alle Fenster zerbrochen, überall nur Scherben. Ich habe nachgeschaut, was das für ein Blitz war. Plötzlich gab es eine Explosion. Das Glas ist zersplittert und hat mich getroffen. Hunderte Menschen müssen ärztlich versorgt werden. Sie haben Schnittwunden und Prellungen erlitten. Präsident Wladimir Putin ordnet umgehend Hilfe für die Menschen in der Region an. Hilfe, die dringend nötig ist. Tausende Gebäude sind beschädigt. Bei Temperaturen von minus 18 Grad wiegen zerborstene Fenster besonders schwer. Nur 70 Kilometer entfernt von Tscheljabinsk wurden mittlerweile Trümmerteile des Meteoriten gefunden. Sie sind zum Glück in einem See eingeschlagen. Sondern weil ich Ihnen vorher versprochen habe, dass wir auch noch den Asteroiden, der heute an uns vorbeigeflogen ist, vor den Vorhang bitten. Bitte sehr, hier ist er. Wie gesagt, 28.000 Kilometer von unserem Planeten entfernt, was in astronomischen Maßen gerechnet eigentlich haarscharf nah dran ist. Um exakt 20.24 Uhr war der Asteroid 2012 DA14 der Erde am nächsten. Weltweit haben zahlreiche NASA-Teleskope und Hobbyastronomen das Geschehen verfolgt. Freie Sicht und ein gutes Fernglas waren aber die Voraussetzung. Mit 28.000 km/h rast der etwa 50 Meter große Asteroid vorbei. Gefahr für die Erde bestand aber nicht. Auch von getroffenen Satelliten ist zur Stunde nichts bekannt.